Hallo Welt, da sind wir wieder, hier vor Earl Stirlings Haus, in das wir nun reingehen, um nach Hinweisen zu suchen, ob er entführt wurde oder einfach nur verschwunden ist, abgehauen ist, aus eigener Kraft, sich vielleicht selbst entführt hat. Nein, das ist Unsinn. Wir suchen nach Hinweisen. Wir spielen Detektiv. Oh, das wird ein Spaß. Wir können hier ganz viel mitnehmen, aber wir lassen erstmal alles hier. Wir suchen nur Hinweise. Gwyneth Brew. Kronkorken. Sauberer grauer Anzug. Da unten liegt etwas noch mehr Gwyneth Brew. Kühlschrank mit Kronkorken. Und Kaliber 50 gehört ja auch in den Kühlschrank. Kronkorken, Kronkorken. Gwyneth Brew. Es ist schon irgendwie seltsam, Gwyneth Pilsner, dass jemand so viel Gwyneth hat, der doch bei den Bobroff-Brüdern der Barkeeper war. Na gut. Zigarrenkiste. Stimpak aufbereitetes Wasser. Bis jetzt sehen wir hier nichts Verdächtiges. Gehen wir mal nach oben. Und auch hier oben sieht es nicht gerade nach irgendetwas Verdächtigem aus. Kronkorken. Dünnes Becherglas. Nein, also hier ist doch alles in Ordnung. Wie war die Aufgabe nochmal? Spurlos verschwunden. Ich habe angeboten, Nick und Ellie bei der Suche nach Earl Stirling zu helfen, dem Barkeeper aus dem Dugout in... Ich muss irgendwie in Earls Haus kommen. Vielleicht findet sich dort ein Hinweis. Such in Earl Stirlings Haus nach Hinweisen. Da sind wir gerade. Wie schon gesagt, ich finde hier keine Hinweise. Vielleicht sollen wir doch alles einsammeln, was wir hier finden. Na, vielleicht liegt aber auch so irgendetwas hier so noch rum, was wir übersehen haben. Ein Brief an der Wand. Also nein, es sieht erstmal nicht so aus. Ein sauberer Anzug ist hier drin. Sehr viel Gwyneth, Ale, Kronkorken. Ja, ich fürchte fast, wir müssen doch anfangen einzusammeln. Ja, es sieht beinahe danach aus. Es nutzt wohl nichts. Wir müssen hier ein bisschen was mitnehmen. Alles wahrscheinlich. Ist das etwas wert? Die Welt an der Oberfläche ist sehr verwirrend für mich. Ein gut verstecktes Geheimnis, scheinbar. Aha! Okay, wir haben OP-Beleg. Mega Surgery Center. Dr. Crocker, leitender Chirurg. Einmal rekonstruktive Chirurgie, Gesicht. Operation ist nach Eingang der letzten Rate durchzuführen. Patient Stirling, Earl. Okay, das wird wohl der Hinweis sein. Ups. Hopsla. Wir versuchen nun... Ja, wir brauchen ja jetzt nicht mehr noch mitzunehmen von hier. Wir versuchen nun, dem Hinweis nachzugehen und wahrscheinlich müssen wir mit Doc Crocker sprechen. Bei dem waren wir ja bereits schon. Bis auf eine Bemalung, Gesichtsbemalung, hat uns da nicht wirklich irgendwas zugesagt. Untersucht das Mega Surgery Center. Earl hat einen Beleg für eine Gesichtsoperation von Dr. Crocker im Mega Surgery Center. Vielleicht weiß er, was mit Earl passiert ist. Ein Schlagholz, das ist eine Waffe. Red mal mit Mo Cronin, er kann dir eins verkaufen. Oh, es ist geschlossen. Es ist geschlossen. Zu viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie euch schneiden. Ach so, wir müssen mit ihm hier sprechen.
Dr. Sun. Hey, Doc. Trödel nicht rum. Wenn du untersucht werden willst, dann los. Beleg. Sagt dir diese Rechnung irgendwas? Darf ich mal sehen? Oh, das ist Dr. Crockers erbärmliche Handschrift. Earl Sterling scheint einer seiner Patienten gewesen zu sein. Das beschriebene Verfahren ist banal. Kosmetische Chirurgie ohne Risiko. Aber dazu ist es nie gekommen. Dr. Crocker hat gesagt, Earl wäre vorher verschwunden. So, kommen wir wieder zu deinem medizinischen Anliegen. Doc Crocker? Wo ist eigentlich Doc Crocker? Letztes Mal, als ich ihn sah, brauchte er etwas aus dem Chirurgiekeller. Wahrscheinlich musste er ja nur ein paar Nadeln abwaschen oder irgendwas umlagern. So, und jetzt lass uns wieder über dein medizinisches Anliegen reden. Zugang zum Keller. Ich muss mir den Keller ansehen, Doktor. Sieht das hier etwa wie eine öffentliche Latrine aus? Nicht antworten. Warum sollte ich dich da runterlassen? Vergiss es, bestechen 100 Kronkorken, drohen, suche vermisste Personen. Ich suche einen Vermissten, Doktor. Und ich glaube, eine Spur führt in diesen Keller. Einen Vermissten? Du redest nicht zufällig von Earl, oder? Du glaubst doch nicht im Ernst. Weißt du was? In Ordnung. Wenn dann endlich Ruhe ist. Hier, na gut, geh selbst. Aber wenn auch nur ein Instrument am falschen Ort liegt, kriegst du die Rechnung. Na gut. Frei verkäufliche Camps mit Empfehlung von mir. Blutspur, ah ja. Wo kommt das ganze Blut her? Es führt direkt in den Keller. Gruselig. Du warst echt ziemlich schwierig, weißt du? Aber ich glaube, wir sind fast fertig. Unser kleiner Fehler wird endlich korrigiert. Böse, böse. Du solltest nicht hier unten sein. Aber ist schon okay. Ich krieg alles hin. Alles. Okay, Earl Sterling. Sarkastisch. Es ist vorbei. Ganz ruhig. Earl Sterling? Was hast du mit Earl Sterling gemacht, Crocker? Was habe ich denn getan? Ich habe doch nichts getan. Es war Earl. Er wollte nicht zufrieden sein. Gute Patienten bekommen ein schönes neues Gesicht. Böse Patienten bluten alles voll, weil sie das Leben ihrer Ärzte zerstören wollen. Okay. Earls Tod. Ihn verhaften, Gewalt friedlich beenden. Earls Tod. Du hast also operiert und Earl hat es nicht überlebt, ja? Ich hab vorher eine kleine Prise Jet genommen. Dann habe ich wohl ein paar Arterien zu viel durchtrennt. Kann doch jedem passieren, oder? Aber ich bin ein Problemlöser, klar? Ich wusste, wenn Earl verschwindet, denken alle, das Institut hätte ihn entführt. Und das Institut? Warum sollten die Leute glauben, das Institut hätte Earl Sterling entführt? Das machen die doch. Das haben die immer schon gemacht. Ohne eine Leiche gibt es nur Vermutungen. Und darum muss Earls Leiche weg. Earls Leiche? Ihn verhaften nochmal, Gewalt oder friedlich beenden, Earls Leiche? Das hast du also getan? Earls Körper aufgeschlitzt? Man kann einfach keinen 200-Pfund-Kadaver loswerden, ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Zum Glück ist die Metzgerei nicht weit weg. Wenn dort jede Woche eine Kiste Gammelfleisch mehr im Müll landet, wer würde sich die Mühe machen, genauer hinzusehen? Neugierig? Glaubst du wirklich, du kommst damit durch? Damit durchkommen? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin Doc Crocker. Doc Crocker macht keine Fehler. Und wenn das alles hier vorbei ist, wird es auch keinen Grund geben, das zu bezweifeln. Okay, jetzt müssen wir ihn verhaften, Gewalt oder friedlich beenden. Friedlich beenden sind wir natürlich immer für den Frieden. Du hast einen Fehler gemacht. Aber du kannst noch immer das Richtige tun. Überleg doch. Als Ärzte und Wissenschaftler haben wir die Pflicht, aus unseren Fehlern zu lernen. Die Daten sind unbestritten. Du hast recht. Es gibt etwas, das ich tun kann. Nur eines macht das alles hier besser. Ich leg alles hin. Ach so. Was ist hier los? Ist das Dr. Crocker?
Ich glaube, du schuldest mir eine Erklärung. Was ist hier passiert? Doc Crocker? Sie selbst. Erklär das, Doc. Ehrlich. Wusstest du, was Doc Crocker hier unten getrieben hat? Das ist Earl Stirlings Leiche, oder? Irgendwie habe ich gewusst, dass er die Operation durchziehen wollte. Dann ist Earl nicht einfach verschwunden. Die OP ging schief und Dr. Crocker wollte es verheimlichen. Was jetzt? Es ist vorbei. Deine Schuld. Nicht deine Schuld. Was jetzt? Wie geht's jetzt weiter, Doc? Jetzt? Jetzt muss ich einen Bericht schreiben. Die Sauerei wegmachen und unserem Patienten einiges erklären. Du solltest jetzt gehen. Ein Mediziner sollte sich um diese Verunreinigung kümmern. Aha. Ja, wir nehmen aber hier noch ein bisschen was mit. Doc Crockers Hausschlüssel zum Beispiel. Ich glaube, wir müssen Anzeige bei der Polizei erstatten, oder? OP-Kellerschlüssel. Als Beweismittel. Und Schlüssel zu Earl Stirlings Haus. Das wird wohl eine Trauerfeier mit geschlossenem Sarg. Ja, ich fürchte, der hat sich ein bisschen verschnibbelt, sagte er. Ja, das ist aber mehr als ein bisschen. Da ist ja so gut wie nichts mehr dran hier. Das ist ja... Ich kann das gar nicht sehen. Da ist das Bein. Wieder annähen. Reparieren. Da. Das passt. Eines Tages möchte ich ein Krankenhaus bauen. Der könnte Ärzte riskante Eingriffe erlernen. Da fehlt was. Der Kopf. Oh mein Gott, der Kopf. Ich habe hier ein paar Notizen. Du kannst sie gerne verwenden. Okay. Er sieht wieder fast aus wie neu, aber seine Augen sind noch zu. Du schaffst das. Doc. Ich muss diese Sauerei wegmachen. Naja, ich habe schon mal geholfen, also ein bisschen Superkleber vielleicht und, na, ich weiß nicht, Heftzwecken, eine Nadel, Büroklammern, Büro, diese, ich hau lieber ab. Das ist, für meine Nerven ist das zu viel. Ich wollte jetzt schon die Leiter hochspringen. Hab mir bestimmt den Kopf gestoßen, oben an der Klappe. Ist die Welt voll solcher Magik? Ich dachte, das gibt's nur in Büchern. Wenigstens hast du das Beste versucht. Danke, Curie. Du baust mich auf. Und wir müssen jetzt mit Ellie sprechen. Oh mein Gott, das wird traurig. Das wird so traurig. Ich habe herausgefunden, was mit Earl passiert ist. Doc Crocker hat ihn bei einer misslungenen OP getötet. Ich muss Ellie davon berichten. Sprich mit Ellie! Oh mein Gott. Curie, ich hoffe, du stehst mir bei. Ich kann doch sowas nicht. Ich bin nicht in der Lage dazu. Es stimmt also. So, du bist der Boss. So eine Nachricht. Freut mich, die kämpfen nämlich für eine gute Sache. Ach, die Minutemen, habe ich ja lange nicht gehört. Wie schnell man mich doch ablenken kann. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Total aus der Rolle gefallen. Okay, Ellie, das wird nicht einfach. Wie bringen wir es ihr bei... Ich weiß nicht. Du isst doch gerne Salat. Salatköpfe. Kopf. Naja, okay, ich lasse es. Miss Perkins. Hast du rausgefunden, was aus Earl Stirling geworden ist? Zusammenfassung. Hackfleisch. Sachen zu erklären. Crocker hat ihn getötet. Zusammenfassung. Warum suchen wir noch gleich nach Earl Stirling? Ach so. Naja, um für unsere Freunde vom Duckout Inn rauszufinden, was aus ihrem Kumpel geworden ist. Und um einen Haufen Kronkorken einzustreichen, wenn das erledigt ist. Sachen zu klären, Hackfleisch, Crocker hat ihn getötet, Sachen zu klären. Da wird sie bestimmt auch wieder sagen, ich muss noch irgendwas erklären, irgendwas klären. Es gibt da noch ein paar Sachen zu klären. Lass mich wissen, wenn du soweit bist. Ach. Ellie. Hast du eigentlich rausgefunden, was aus Earl Stirling geworden ist? Crocker hat ihn getötet. Earl ist nie abgehauen. Doc Crocker hat ihn bei einer verpfuschten OP getötet. Crocker hat Earl umgebracht. Solange wie Earl verschwunden war, hätte ich eher die Raider oder das Institut verdächtigt. Wo ist der Doc jetzt? Verrottet hoffentlich in der Zelle. Wirklich so naiv? Er verrottet.
irgendwo. Bezahl mich einfach. Hat sich selbst umgebracht. Wirklich so naiv? Komm schon, Ellie. So naiv kannst du nicht sein. Naiv? Was meinst du? Oh, der Doc ist tot, oder? Meine Güte. Tut mir leid, dass du das durchmachen musstest. Hier, nimm. Klingt, als hättest du es dir verdient. Ich geb's weiter, damit alle im Duckout den Bescheid wissen. Traurig, dass es keine besseren Neuigkeiten gibt. Danke nochmal, dass du den Fall abgeschlossen hast. Und spurlos verschwunden ist abgeschlossen. Miss Perkins. Ist wohl gut so, dass ich nie bei Doc Crocker vorbeigegangen bin, um dieses Lifting machen zu lassen, das ich mir überlegt hatte. Dabei fällt mir ein, ja klar. Wir waren ja auch da. Space Surfer, das hast du damit gemeint. Vielleicht warst du an der Stelle ja schon. Ja, danke nochmal. Jetzt verstehe ich deinen Kommentar. Dass der, ich glaube, da stand irgendwie, der Doc ist nicht gut oder ist nicht fähig oder irgendwas. Jetzt verstehe ich's. Aha. Ja, danke auf jeden Fall. Wir haben dazugelernt. Erschießt du Leute, Lady? Mein Papa sagt, dass fremde Leute erschießen. Ach Quatsch. Hast du den Roboter selbst gebaut? Du Ach Quatsch. Echt schlau sein. Ach Quatsch. Ja, auf jeden Fall, ich überlege gerade, was hätte alles passieren können, wenn wir unser Gesicht von ihm hätten anmalen lassen. Oh, da hätte ja einiges ins Auge gehen können. Die ganze Farbe. Oh, Mama Mia. Na gut, jetzt nehmen wir die gefährlichen Gedanken in Angriff. Ja, das werden wir jetzt tun. Sprich mit Dr. Amari. Es gibt eine Frau namens Dr. Amari, die Kelloggs Gehirn möglicherweise das Geheimnis entlocken kann, wie man ins Institut kommt. Sprich mit Dr. Amari! Und genau das machen wir jetzt. Wir müssen nach Good Neighbor, wir nehmen Curry mit. Und wenn wir schon mit dem Doc sprechen können, dann hoffe ich, dass der Doc diesmal auch Curry helfen wird, menschlicher zu werden. Nur aus dem Grund reisen wir die ganze Zeit mit Curry herum, sonst hätten wir, naja, Preston. Preston hatte immer das Gleiche, den wollten wir auch nicht mehr so gerne dabei haben. Außerdem, naja, nachdem diese Flirterei irgendwie doch ein bisschen Überhand genommen hat. Na gut, ich gebe zu, testweise haben wir ja damals auch den ersten Schritt getan, glaube ich. Aber nachdem das so war, wollten wir eigentlich dann nicht mehr so viel mit ihm abhängen. Das war irgendwie nicht richtig. Irgendwie hat sich das nicht echt angefühlt. Wir gehen wieder hier rum. Ich glaube, wir waren letztens, als wir hier rumgegangen sind, etwas schneller. Im Good Neighbor. Das Commonwealth ist ein gefährlicher Ort. Hast Glück, dass du in der Nähe des großen grünen Juwels bist. Warum auch immer, ich habe den Eindruck, es ging letztens schneller. Da drüben sind wieder Streuner, Hunde, Wilde vielleicht. Nein, sie sind jetzt nicht zu sehen, aber sie kriechen wahrscheinlich aus allen Löchern, wenn wir dort vorbeigehen. Hm? Hier sagte mal jemand, wenn wir hier vorbeigehen. Ach, wenn wir hier langlaufen, ja, dann passiert ja auch so einiges. Das ist doch die Bruderschaft, oder? Wow, das ist ein Hund! Ein Kampf und hinter uns her. Kein Problem, wir können schnell laufen. Und wir haben... Er hat schon das Interesse verloren. Wir haben ihn schon abgelenkt, abgehängt. Oh, jetzt hört man auf einmal neue Geräusche hier im Commonwealth. Das hat sich doch vorhin schon wieder nach so einem Vertibird angehört. Meine ich zumindest. Neue Geräusche auf jeden Fall. Hier irgendwo ist auch der Boylston Club auf dieser Seite. Da drüben die rote Tür ist das, glaube ich. Und ich bin mir noch nicht sicher, was wir dort überhaupt verloren hatten. Oh, ein Hund. Oh, Supermutanten. Und... renn schneller.
Also der letzten sind wir gut ausgewichen, finde ich. Noch ein Hund. So schnell können wir nicht mehr rennen. Jetzt ist alles zu spät. Oh, das sind zwei, drei Hunde. Viele Hunde. Oh, ich habe nur was gehört und da waren sie schon weg. Zum Glück. Shank aus Shamrock. Hier haben wir den Saufkumpan damals gefunden. Aber das war nicht unser Verdienst. Auch dieser Hinweis kam aus der Community. Danke für den Saufkumpan auch nochmal. Space Surfer, vielen Dank. Oh nein, jetzt wird das Wetter wieder so übel hier. Ich mag dieses Wetter nicht. Ja, wir sind hier, wir sollten doch demnächst wieder den anderen Weg nehmen. Wir haben uns verlaufen, wir kommen wieder von hinten hier an das Dings ran. An Good Neighbor, oder? Oder finden wir den Eingang diesmal? Ah ja, doch, wir können hier wieder dem Freedom Trail folgen. Sollten uns aber schon ein wenig beeilen. Das Wetter ist eben nicht so schön. Ah, da sind wir schon. Hier über den Bus gesprungen. Das ist ja alles nochmal ganz gut gegangen. Ja, also werden wir in der nächsten Folge dann mit Dr. Amari sprechen. Und hoffentlich hat sie eine gute Nachricht für uns und eine gute für Curie. Und hier steht, der Roboter Mr. Handy wurde von General Atomics International als Hausdiener entwickelt. Er kann seine... Und da hat es dann aufgehört. Ich weiß nicht, was seine waren. Hier waren wir schon. Ja, hier waren wir überall schon. Da sind wir schon. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Ja gut, dann darf ich mich bedanken fürs Zusehen. Sage Daumen hoch für euch und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.